Dankeschön, schönen guten Nachmittag. Ganz schön hell sieht es aus von hier vorne. Ich bin Kai, das ist Laura. Wir wollen ein bisschen was über den Weg in die Zukunft, weniger über die Inhalte, wie die Verwaltung in der Zukunft ausgestaltet sein soll, sondern wie wir dorthin kommen. Und der, ich denke, konventionelle Weg, den man so einzuschlagen, ist der über Strategien, ne? Ja, erstmal die Ziele definieren, das Problem erkennen, die Ziele definieren, dann den richtigen Weg für die Erreichung dieser Ziele finden. Aber wir kennen auch alle die Friedhöfe der Strategien, ne? Oder? Ja? Einige kennen das vielleicht, ja, Strategien werden entwickelt, dauert ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre. Dann gibt es eine Runde, dann werden Listen gemacht, wer was implementiert und dann geht es an die Umsetzung und dann klappt das irgendwie nicht, weil, weiß ich nicht, eine Wahl ist oder sich die Prioritäten verschoben haben oder ein zentraler Akteur einen anderen Job hat oder in Pension geht. Und was ist die Lösung dafür? Ich denke, die konventionelle Lösung ist oft bessere Strategien, bessere Instrumente, mehr Strategien, mehr Konsens am Anfang, bessere Ziele definieren, mehr Management, mehr Evidenz, mehr Wissen in das System einführen. Und zumindest ich bin der Meinung, Laura, ich hoffe auch ein bisschen, vielleicht ein, zwei von Ihnen auch, sonst mache ich mich gerne unbeliebt, dass das nicht der richtige Weg ist, machen wir uns nichts vor. Der große Wurf wird nicht kommen. Er wird auch nicht kommen, wenn der Problemdruck größer wird. Ja? Was ist die Alternative? Wir schlagen, wie gesagt, durchwursteln vor. Dieses deutsche Wort, irgendwie eingedeutscht aus dem Muddling Through, klingt eigentlich noch despektierlicher als das Muddling Through selber. Und ist eigentlich bekannt, ne? Also kennen wir ja alle, dass sie, wenn es keinen großen Wurf, keine Strategie gibt, dann irgendwie improvisiert man. Macht man das, was man gerade mal durchsetzen kann, beschränkt sich auf das, wo man eben Zustimmung für findet und der eine oder andere wird vielleicht von Ihnen sagen, ja, ist ja pragmatisch okay, zweit- oder dritt- oder viertbeste Lösung, aber ist eben anspruchslos, ist strukturkonservativ, führt nicht zu nachhaltiger Veränderung und auch die Veränderungsgeschwindigkeit ist zu gering. Das kann so sein, in praktizierten Durchwurstelungsfällen kann das so sein, aber ich glaube zumindest, dass man versuchen kann, das Durchwursteln intelligenter, schneller und nachhaltiger zu machen, um eine weitgehendere Veränderung zu erzielen, als durch den so geliebten großen Wurf. Also was ist nochmal das Prinzip von Durchwursten? Das Vorgehen in kleinen Schritten, die rasche, schnelle Evaluation, die Korrektur von dem, was man macht, ermöglicht und die Anpassung durch Trial and Error. Wer jetzt denkt, das ist ja agile Verwaltung, warten Sie mal ein bisschen, das ist es nicht. Ja? Konzentration auf das politisch Machbare. Und das ist das, was mich daran interessiert, das politisch Machbare. Und das ist sowohl das politisch-politische und das organisationspolitisch Machbare. Wie kann man jetzt durchwursteln, smarter machen? Man muss eben strategisch über die Agenda nachdenken, welche Dinge kann man schnell durchsetzen und zwar so, dass Erfolge der Implementation sichtbar wird und dass man durch diese Erfolge schlafende Nutzer, schlafende Beneficiaries, würde man auf Englisch sagen, wie sagt man das auf Deutsch? Begünstigste. Begünstigste, danke schön. Schlafende Begünstigste aktiviert, die dann von sicher heraus sagen, wir wollen das auch. Man muss also, schreckliches Wort, ich mag es wirklich nicht, weil ich kriege immer auf diese YouTube-Videos mit der Werbung, die das Wort benutzen, aber auf die Skalierung von kleinen Reformen achten. Also die Agenda ist klein, kurz und schnell gehalten, aber mit dem taktischen Prinzip könnte man das skalieren und könnte man Anreize schaffen für andere, die darauf einsteigen. Und da muss man auf die Sichtbarkeit dieser Reform, ich bin gleich fertig, auf die Sichtbarkeit dieser Reform achten. Außerhalb der Verwaltungsreform das Prinzip der Pop-up-Bike-Wege, wo man eben gesehen hat, wie viele Fahrradfahrer es eigentlich gibt und wo auch Leute, die noch gar nicht wussten, dass sie Fahrradfahren mögen, darauf eingestiegen sind. Also es geht um die Sichtbarkeit, die Aktivierung von schlafenden Nutzen und vor allen Dingen auch um die Kompensation von Verlierern.
Die systematische Kompensation von Verlierern als Verhandlungsstrategie ist der Kern einer politisch smarten Strategie des Durchwurstens. Laura. Genau, und damit das nicht nur in der Theorie ein bisschen abstrakt klingt, sondern habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Und zwar, Sie haben vorhin gehört, Referat, Grundsatzreferat Wirtschaftsverwaltung Berlin, Referentin für soziale Ökonomie bin ich jetzt die letzten zwei Jahre gewesen, habe sehr viel mit Stakeholdern zu tun gehabt, die Wirkung und Wirkungsorientierung vorantreiben. Und Wirkung ist so ein schönes, oder Wirkungsorientierung, ich glaube, ich muss den Begriff nicht erklären in diesem Raum, oder? Einzelne Kopfschütteln, okay. Wirkungsorientierung, den gesellschaftlichen Nutzen ganz vorwegzustellen und zu sagen, was will ich denn eigentlich für wen erreichen? Und die Sozialunternehmen, mit denen ich gearbeitet habe, die machen das und treffen dann ganz oft auf eine Verwaltung, die macht das nicht. Und in der Wirkungsorientierung, da wird ja New Public Management schon lange drüber geredet, das sind ganz oft eben diese großen Entwürfe, von denen Kai gerade gesprochen hat, aber sie bleiben oftmals ein bisschen stecken. Also vielleicht haben Sie von einem wirkungsorientierten Haushalt schon mal gehört, das ist eine so einer typischen, relativ großen Würfe für eine Implementierung. Und das Problem ist da eben, Wirkung passiert aber auf allen Ebenen, also auch auf allen Ebenen in der Verwaltung. Das heißt, jeder in der Verwaltung müsste eigentlich verstehen, was hat das mit mir zu tun, wie kann ich das umsetzen? Also das Wissen dafür zu haben, die Vorbilder dafür zu haben, aber auch den direkten Nutzen für mich als kleines Rädchen im System direkt erkennen zu können. Und daran hakt es oftmals ein bisschen. Das heißt, was ich jetzt nicht nur als Referentin für soziale Ökonomie getan habe die letzten zwei Jahre, sondern eben nebenher auch noch Kurse gegeben habe zum Thema Wirkungsorientierung in der Anwendung, ist dieser Ebene ganz unten beizubringen, Moment, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was hat das denn mit den Menschen da draußen zu tun, mit denen ich im täglichen Doing zusammenarbeite? Und da eben dieses Wissen herzustellen einerseits, aber auch die Community andererseits. Und das sind genau dann diese kleinen Schritte, dieses Durchwurschteln, von dem Kai geredet hat. Und meistens trifft es bei den Leuten, die im Kurs sitzen, auf also vorhin in einem Workshop hieß es, diejenigen, die das Interesse haben, die nicht die tough nut to crack sind, sondern die, die eben schon das Interesse daran haben, das umsetzen zu wollen. Das heißt, im täglichen Doing heißt Wirkungsorientierung ganz banal, Qualitätskriterien in der Vergabe anzuwenden oder eben die Betroffenen mit einzubeziehen, ohne großes Beteiligungsverfahren, einfach mal anzurufen und zu fragen, das haben wir vor, was haltet ihr da eigentlich von? Oder Wirkung heißt aber auch, Daten zu nutzen, die einfach gerade vorhanden sind, völlig unabhängig davon, ob es gerade die perfekt richtigen sind, weil Daten zu erheben, wie auch immer, Sie können sich vorstellen, der Rattenschwanz an Dingen, die man dann tun muss, um diese Daten zu bekommen, ist lang. Und warum ist das eigentlich wichtig? Also warum ist Wirkungsorientierung so wichtig, die auf allen Ebenen zu verankern? Am Ende sieht es nach draußen eben viel nach Durchwurschteln aus. Es sind ganz, ganz, ganz viele kleine Schritte. Aber es setzt voraus, dass ich als sozusagen fehlende große Strategie sagen kann, ich habe als kleines Rädchen eine Idee davon, wo ich hin will. Ich habe eine kleine Strategie. Ich will den Sozialunternehmen helfen, indem ich Qualitätskriterien in der Vergabe anwende, zum Beispiel. Und es ist deswegen eben total wichtig, das auf beiden Ebenen zu verankern. Noch ein weiteres Beispiel zum Thema Durchwurschteln. Wir haben in der Verwaltung ein Problem, Leute fehlen. Und zwar fehlen in Berlin, Stand gestern, 752 Personen in der gesamten Verwaltung in Berlin. Das sind, wenn man die Größe einer Senatsverwaltung anlegt, mit ungefähr 300 Leuten, zwei Senatsverwaltungen, die es einfach nicht gibt. Das heißt, das Durchwurschteln passiert heute schon und es funktioniert eben nur, wenn dabei keine essentiellen Fehler passieren, die nicht zu einem Schaden führen bei irgendeiner anderen Person. Dann funktioniert das Durchwurschteln, wenn es eben möglich ist, auch externe Menschen mit reinzuholen, die nicht das extreme Wissen darüber haben, wie haben wir das schon immer gemacht. Und dann, ein Räuspern, warum wir eben beides brauchen, ist,
dass wir ohne diese größeren Strategien bei manchen Themen eben nicht vorwärts kommen, wenn das kleine Rädchen unten kann eben nur so und so viel machen ohne die größere Strategie. Das heißt, das, was Kai vorschlägt, finde ich einen sehr sympathischen Ansatz, oben eben dafür zu sorgen, dass es nicht nur die kleinen Schräubchen im System gibt, die verstehen, was sie beitragen können, sondern eben auch die größere Strategie. Herzlichen Dank.